So, und wir beginnen, Sie sehen es schon, hier am Müllwagen. Schauen Sie mal genauer hin. Ja, da steht eine junge Dame auf dem Müllwagen. Und was ist da eigentlich los? Ferien auf dem Bauernhof kennen Sie, aber kennen Sie auch Ferien auf dem Müllwagen? Ist tatsächlich in diesen Herbstferien zurzeit ziemlich angesagt. Vier Jungs und Mädels aus Bremen machen das. Und der Kollege Uwe Wichert durfte da mal mitfahren. Wer hier so beherzt zugreift, ist kein Profimüllmann, sondern Wander vom Schulzentrum Ott Bremen. Denn während der Herbstferien haben viele Mitarbeiter der ENO frei. Jugendliche springen für sie ein. Wie eben die 16-jährige Wander und der 17-jährige Steven. Ein Ferienjob der etwas anderen Art. Ist das denn schwer, die Arbeit? Also es geht, es ist anstrengend, aber es macht doch Spaß. Ja. Warum macht man sowas eigentlich freiwillig in den Herbstferien? Ja, wegen Geld. Also wenn man auch richtig gut verdient. Und weiter zu den nächsten Tonnen. Denn Wanda spart für ihren Führerschein. Gut 8 Euro verdient sie in der Stunde. Sag mal, Wanda, wie geht das denn jetzt hier? Worauf muss man achten? So, dass es rechts an ist und nicht in der Mitte. Also genau hier rechts. So. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie haben Sie davon gehört? Das sind so... Wenn man Leute kennt, die da arbeiten bei der ENO, dann kommt man da leichter rein. Denn die ENO greift auf die Kinder von Mitarbeitern und deren Freunde zurück. Eine willkommene Abwechslung, auch für die Festangestellten. Die sind immer guter Laune. Also kommt einer, dass einer schlechte Laune hat. Gut, haben wir auch schon gehabt. Aber wollen alle auch arbeiten. Wundert mich eigentlich. Wenn ich manche Leute von uns sehe, will ich nichts weiter dazu sagen. Schnitt. 10 Kilometer weiter ist Alina im Einsatz. Die 16-jährige Realschülerin sammelt mit ENO-Mitarbeiter Frank Wagner alte Kühlschränke in Walle ein. Auch sie spart für den Führerschein. Und wenn das verdiente Geld dann noch reicht, will sie sich eine Fotokamera kaufen. Was sagen denn so die Freunde, wenn man sagt, ich muss morgen wieder arbeiten, ich bin morgen mit der Müllabfuhr unterwegs? Ja, die finden das eigentlich ganz okay, nur dass ich die Ferien nicht mit denen verbringen kann, das finden die halt ein bisschen doof. Was ist denn so die größte Herausforderung bei dem Job? Eigentlich gar nichts. Also das frühe Aufstehen ist ein bisschen blöd, aber sonst ist eigentlich ganz gut. Denn um 6.30 Uhr in der Früh geht es los. Feierabend ist gegen 15 Uhr. Die Teams werden jeden Tag neu gemischt. Die Aufteilung ist, sie macht Papiere, Klappe auf und ich mache den Rest. Wie schlägt sich denn Alina dabei? Oh, ganz gut bis jetzt. Für jeden eingesammelten Kühlschrank muss Alina Ort und Zustand des Geräts notieren. Noch etwa 20 Kühlschränke wird das Team heute einsammeln. In Sebaldsbrück geht die Schicht langsam zu Ende. Wäre das denn so ein Job, wo du sagen würdest, das könnte ich mir später vorstellen? Nein, das nicht. Nein. Warum nicht? Ja, weil es halt ein Männerjob ist. Und das ist zu anstrengend nach einer Zeit, wenn man das jetzt zum Beispiel einen Monat machen würde oder 2 Monate. Und das kann ich mir dann gar nicht vorstellen. Später will Wanda in der Apotheke arbeiten. Doch in den nächsten Ferien würde sie gern noch einmal dabei sein.